The Big Bang Theory machte Melissa Rauch zu einem bekannten Namen, aber es war nicht einfach, dorthin zu gelangen. Und in vielerlei Hinsicht war es seitdem nicht einfacher. Eine Rolle zu bekommen ist nur ein Teil des Kampfes eines Schauspielers. Sie können eine Rolle in einem Pilot ergattern, aber die Serie wird vielleicht nicht übernommen. Die erste Serie, in der Melissa Rauch eine wiederkehrende Rolle bekam, war HBO's 12 Miles of Bad Road. Rauch hatte das Privileg, in 3 Folgen der Serie mit der Comedy-Legende Lily Tomlin aufzutreten. Leider wurde die Serie während ihrer ersten und einzigen Staffeln nach nur 6 Folgen abgesetzt. Nach der Enttäuschung der Absetzung ergattete Rauch eine weiter wiederkehrende Rolle in Cat and Kim, einer amerikanischen Version einer erfolgreichen australischen Sitcom über ein sehr dysfunktionales Mutter-Tochter-Duo. Rauch wurde als Kims beste Freundin Tina besetzt und war in 6 Folgen der Serie zu sehen. Leider wurde diese Serie nach nur 17 Folgen abgesetzt. Während ihrer Hauptrolle in The Big Bang Theory erlebte Rauch den Schmerz einer Fehlgeburt. Die Schauspielerin offenbarte ihre herzzerreißende Erfahrung erst, nachdem sie wieder schwanger war, in einem Essay für Glamour. Rauch schrieb: "Während ich über meine Fehlgeburt traute, fühlte sich jede freudige Anerkennung eines Babys wie ein kleiner Stich ins Herz. Es ist nicht so, dass ich mich nicht für diese Menschen freue, aber ich dachte, warum können diese Frauen so leicht das tun, was ich nicht kann?" Rauch erlitt eine der schmerzhaftesten Erfahrungen ihres Lebens im Stillen, denn Fehlgeburten sind etwas, worüber Frauen traditionell nicht offen sprechen. Sogar Ärzte raten Mütter davon ab, ihre Schwangerschaft zu früh bekannt zu geben. Als Rauch darüber nachdachte, wie sie ihre Schwangerschaft mit ihren Fans teilen würde, war es ihr wichtig, den Verlust anzuerkennen, der dieser Schwangerschaft vorausgegangen war. Rauch schrieb in Glamour: "Es fühlte sich ein wenig unaufrichtig an, nicht auch den Kampf zu teilen, den ich durchstehen musste, um hierher zu kommen." Nach ihrer Fehlgeburt, sagte Rauch, erlebte sie einen Anfall von unerbitterlicher Depression. Sie schrieb in Glamour: "Die Fehlgeburt war einer der tiefsten Kummer, den ich je in meinem Leben empfunden habe. Sie löste eine Urdepression aus, die in mir verweilte. Das Bild unseres Babys auf dem Ultraschallmonitor, ohne Bewegung, ohne Herzschlag, nachdem wir dasselbe kleine Herz nur 2 Wochen zuvor gesund und flackernd gesehen hatten, es verfolgt mich bis heute." Rauch betrauerte nicht nur den Verlust seines Kindes, das sie sich verzweifelt gewünscht hatte, sondern sie sagte auch, dass ihre Hormone durcheinander geraten seien und schrieb: "Zusätzlich zu der intensiven Trauer war der Hormonabfall etwas, auf das ich nicht im geringsten vorbereitet war. Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass diese psychologische Reaktion ein äußerst verbreiteter und realer Bestandteil von Fehlgeburten ist." Sie schrieb den Aufsatz nicht nur, um ihre Erfahrungen mit der Fehlgeburt zu teilen, sondern um anderen Frauen, die ähnliche Trauer durchmachen, zu versichern, dass sie nicht alleine sind. Als Rauch ein zweites Mal schwanger wurde, hatte sie Angst, eine weitere Fehlgeburt zu erleiden. Obwohl diese Angst ihre Freude an ihrer frühen Schwangerschaft raubte, ermutigte sie Rauch auch, diesen persönlichen Essay für Glamour zu schreiben. Mit diesem Essay plädierte die Schauspielerin dafür, offen über Fehlgeburten zu sprechen, was umso relevanter wurde, als Bernadette in Staffel 10 von The Big Bang Theory selbst Mutter wurde. I'm pregnant. Oh my God! In ihrem Essay schrieb Rauch darüber, wie das Stigma einer Fehlgeburt verheerende Auswirkungen auf ihre Fähigkeit hatte, zu trauern und emotional über ihre Fehlgeburt hinwegzukommen, und sagte: "Was mir klar wurde, ist, dass es keine Vorlage dafür gibt, wie man diese Emotionen verarbeitet, weil über diese Art von Verlust nicht annähernd so viel offen gesprochen wird, wie es sein sollte." Rauchs Fehlgeburt und das, was geschah, nachdem sie über ihren Verlust gesprochen hatte, inspirierte Rauch dazu, sich mit anderen Prominenten zusammenzutun, um das Stigma zu bekämpfen. Glamour veröffentlichte während des Monats der Aufklärung über Schwangerschafts- und Säuglingsverluste ein PSA, in dem viele Frauen ihre Geschichten erzählten, damit sich andere nicht so alleine fühlen. Rauch erklärte weiter: "Ich war so bewegt, wie viele Menschen sich gemeldet haben. Durch diese schöne Welle der Offenheit und des Mutes all dieser Seelenverwandten begann sich ein Teil von mir zu heilen." Rauchs zweite Schwangerschaft verlief nicht ohne Herausforderungen. Rauch sagte, sie habe einen Großteil ihrer Schwangerschaft damit verbracht, sich Sorgen darüber zu machen, wie eine Geburt während einer Pandemie ablaufen würde. Sie schrieb für Glamour: "In den Wochen vor meinem Geburtstermin hatte ich solche Angst davor, wie das alles ablaufen würde. Ich hatte gute Tage, an denen ich optimistisch war, und andere voller Panik." Rauch brachte ihr Kind in den frühen Tagen der Pandemie allein zur Welt, während ihr Ehemann zu Hause blieb. Ihre Familie konnte wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie ursprünglich geplant zum Babysitten kommen. Trotz Rauchs Bedenken hinsichtlich einer Ansteckung mit dem Virus beruhigte sie das Personal und fügte hinzu: "Ich werde für immer Ehrfurcht vor unseren medizinischen Fachkräften an der Front haben. Meine Angst vor einem Krankenhausaufenthalt schmolz dahin, als jeder von ihnen mir erzählte, wie übervorsichtig sie sind, um die Sicherheit von Müttern und Babys zu gewährleisten."